machen als hier. Ich wollte wünschen, ich wäre bei Ihnen, damit ich mit Ihnen dermalen recht herumspringen könnte. Meine Mama und ich, wir empfehlen uns beide dem Herrn Vater und Frau Mutter nebst dem Besel und hoffen, dass sie alle drei recht gesund und wohlauf sein mögen. Wir sind es Gottlob und Dank, das glaube ich nicht, desto besser, besser desto. Apropos, wie steht's mit der französischen Sprache? Darf ich bald einen ganz französischen Brief schreiben, von Paris aus, nicht wahr? Sagen Sie mir doch, haben Sie den Spulikonefeit noch? Das glaube ich. Nun muss ich Ihnen doch noch, bevor ich schließe, denn ich muss bald endigen, weil ich Eile habe. Denn ich habe jetzt just gar nichts zu tun. Und dann auch, wenn ich keinen Platz mehr habe, wie Sie sehen. Das Papier ist schon bald gar. Und müde bin ich auch schon. Die Finger brennen mich ganz vor lauter Schreiben. Und endlich auch wüsste ich nicht, wenn auch wirklich noch Platz wäre, was ich noch schreiben soll, als die Historie, die ich Ihnen zu erzählen, in Sinn habe. Hören Sie also, es ist noch nicht lange, dass es sich zugetragen hat. Es ist hier im Land geschehen. Es hat auch hier viel Aufsehens gemacht, denn es scheint unmöglich. Man weiß auch unter uns gesagt den Ausgang von der Sache noch nicht. Also kurz zu sagen, es war etwa 4 Stunden von hier. Das Ort weiß ich nicht mehr. Es war halt ein Dorf oder sowas. Nun, das ist endlich ein Ding, ob es Trips der Regen, wo der Dreck ins Meer rennt, oder Burmesquick, wo man die krummen Arschlöcher dreht, war. Mit einem Wort, es war halt ein Ort. Ja, da war ein Hirt oder Schäfer, der schon ziemlich alt war, aber doch noch robust und kräftig dabei aussah. Der war ledig und gut bemittelt und lebte recht vergnügt. Ja, das muss ich Ihnen noch vorher sagen, ehe ich die ganze Geschichte auserzähle. Er hatte einen erschrecklichen Ton, wenn er sprach. Man musste sich allzeit fürchten, wenn man ihn reden hörte. Nur um kurz von der Sache zu reden, so müssen Sie wissen, er hatte auch einen Hund, den er Bellot nannte. Einen sehr schönen, großen Hund. Weiß mit schwarzen Flecken. Nur eines Tages ging er mit seinen Schafen daher, der eine 11.000 unter sich hatte. Da hatte er einen Stock in der Hand mit einem schönen rosenfarbenen Stockband, denn er ging niemals ohne Stock. Das war schon so ein Gebrauch. Nun weiter. Da er so eine gute Stunde ging, so war er müde und setzte sich bei einem Fluss nieder. Endlich schlief er ein. Und da traumte ihm, er habe seine Schar verloren. Und in diesen Schrocken erwachte er und sah aber zu seiner größten Freude alle seine Schafe wieder. Endlich stund er auf und ging wieder weiter, aber nicht lang, denn es wird kaum eine halbe Stunde vorbeigegangen sein, so kam er zu einer Brücke, die sehr lang war, aber auf beiden Seiten gut geschützt war, damit man nicht hinabfallen könne. Nun, da betrachtete er seine Herde, und weil er dann hinüber musste, so fing er an, seine 11.000 Schaf hinüberzutreiben. Nun haben sie nur die Gewogenheit und warten, bis die 11.000 Schaf drüben sind. Dann will ich Ihnen die ganze Historie auserzählen. Ich habe Ihnen vorher schon gesagt, dass man den Ausgang noch nicht weiß. Ich hoffe aber, dass ich, bis ich Ihnen schreibe, Sie gewiss darüber sind. Wo nicht, so liegt mir auch nichts daran. Wegen meiner hätten Sie herüberbleiben können. Sie müssen sich schon unterdessen so weit begnügen, was ich davon gewusst habe. Das habe ich geschrieben. Und es ist besser, dass ich aufgehört habe, als wenn ich etwas dazugenommen hätte. Da hätten Sie mir etwa die ganze Schisterie nicht geglaubt. Aber so glauben Sie mir doch, die halbe nicht. Nun muss ich schließen, ob es mich tut, schon verdrießen. Wer anfängt, muss auch aufhören, sonst tut man die Leute stören. An alle meine Freunde mein Kompliment. Und wer es nicht glaubt, der soll mich lecken ohne End. Von nun an bis in die Ewigkeit, bis ich einmal werd wieder gescheit. Da hat er gewiss zu lecken lang. Mir wird's dabei schier selbst ein Bang. Ich fürcht, der Dreck geht mir aus. Und er bekommt nicht genug zum Schmaus. Adieu, Besle. Ich bin ich. Ich war, ich wäre, bin gewesen. Ich war gewesen, ich wäre gewesen. Oh, wenn ich wäre. Oh, dass ich wäre. Wollte Gott, ich wäre. Ich würde sein. Ich werde sein. Wenn ich sein würde. Oh, dass ich sein würde. Ich wurde gewesen. Ich werde gewesen sein. Oh, wenn ich gewesen wäre. Oh, dass ich gewesen wäre. Wollte Gott, ich wäre gewesen. Was? Ein Stockfisch. Adieu, ma chère Cousine. Wohin? Ich bin der nämliche, wahre Vetter, Wolfgang Amadeus Mozart.